Herzlichen Glückwunsch zu dieser Festnahme. Das hat ja tatsächlich durch die öffentliche Fahndung das ganze Land verfolgt. Heute Abend bei uns Jessica Meyer, die in diesem Fall auch verantwortlich tätig war für das BKA, und Hans-Joachim Leon, den wir gerade schon kennengelernt haben, als Leiter dieser Ermittlungseinheit, die ein auffällig junges Team ist. Also ich finde es ganz faszinierend, auch mit welcher Einsatzbereitschaft und ja, Leidenschaft da gearbeitet wird. Aber das ist auch eine Arbeit, die man wirklich machen möchte, ne? Also wieso haben Sie sich dafür gemeldet, Frau Meyer? Ja, natürlich ist die Arbeitsmotivation in dem Bereich sehr hoch. Also es ist eine sehr sinnvolle Arbeit. Ich persönlich habe die Chancen, sexuellen Missbrauch, einen andauernden, zu stoppen. Und das, ja. Um den Preis, sich täglich damit konfrontieren zu müssen. Ja, und das ist es wert einfach. Nur um eine Vorstellung davon zu bekommen, Sie waren auch beteiligt an einer internationalen Zusammenarbeit. Da ging es um einen australischen Sextäter auf den Philippinen, Peter Scully. Das war ein Fall, der also auf der nach oben offenen Widerwärtigkeitsskala schon ziemlich an der Spitze stand, weil es auch um Folter von Kindern ging, in einem Fall auch um Mord. So eine Ermittlungsarbeit muss einen doch mit abgrundtiefem Hass, mit Verachtung erfüllen. Also können Sie auch diese Impulse einfach weglegen und verdrängen? Ja, also dass man jetzt wütend oder sauer ist, das kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Wir sind ja eher dafür da, dass wir eine rationale Herangehensweise an diese Arbeit haben. Und unsere Aufgabe ist es, ja, das sauber abzuarbeiten, gerichtsverwertbar abzuarbeiten. Und natürlich, wenn man dann erfolgreich war, verspürt man Erleichterung und Genugtuung. Aber absolut nachvollziehbar. Und auch die professionelle Distanz ist wahrscheinlich über die Monate und Jahre auch die einzig richtige Haltung, um da sachlich und fachlich arbeiten zu können. Und trotzdem können wir das vielleicht gerade mal illustrieren, Herr Leon, denn Sie haben vor der Sendung auch mal wieder ein bisschen mit uns gemeinsam ins Netz geschaut. Wir haben ja gesehen, sogar in offenen Chatforen wird da sehr explizit miteinander verhandelt. Aber wir sind jetzt hier auf Seiten des sogenannten Darknets, die nicht ohne weiteres zu erreichen sind, aber trotzdem mit ein bisschen technischen Know-how zugänglich sind. Was haben Sie hier vor der Sendung entdeckt? Genau, in dem Filmbeitrag waren wir im offenen Netz, im Clearnet, und alles redet vom sogenannten Darknet. Und wir haben jetzt einfach mal eine Seite hier aufgerufen. Das ist eine Übersicht über alle, sag ich mal, pädokriminellen Foren, die es zurzeit im Darknet so gibt. Das ist unterteilt im Prinzip im normalen Internet nach verschiedenen Kategorien. Hier werden junge Boys angeboten, dann geht es weiter über Sicherheitsvorkehrungen, die man treffen muss im Darknet. Hier kann man dann Child Pornography direkt beziehen. Hier geht es dann um deutsche erotische Stories. Wenn wir da drauf gehen würden, würden Sie Stories finden, wie es war oder wie es wäre, mal eine Dreijährige zu vergewaltigen. Also es ist an Perversion, ist es nicht zu toppen. Also hat sich jemand die Mühe gemacht und hat im Grunde für alle Interessenten dieser Szene ein Inhaltsverzeichnis des Darknets. Genau, es ist eine Servicefunktion, die wir natürlich auch gerne nutzen, weil es nicht so einfach ist, sich im Darknet zurechtzufinden. Und wenn man dann weitergeht, wir können ja einfach mal kurz reinschauen, was dann an Perversionen auch nicht mehr zu toppen ist, ist zum Beispiel hier ein Handbuch für Pädophile, was man findet. Und hier geht es ganz genau darum, wie schaffe ich es, ein kleines Kind, möglicherweise Teenager, dazu zu bringen, dass es vaginalen und analen Verkehr genießen kann, und wie ich vorgehen muss, um dieses Kind dann nicht zu verletzen, und wie es trainiert wird, dann mit einem erwachsenen Mann Sex zu haben. Und genießen in großen Anführungszeichen, weil das genau für den Zynismus auch dieser Seiten genau und dieser Täter steht. Wir haben übrigens die Bilder, nicht nur dieses, auch im Filmbeitrag unkenntlich gemacht. Das versteht sich von selbst. In dem Fall von Dirk K., den wir verfolgen konnten, haben Sie sich an irgendeinem Punkt entschieden, wir gehen jetzt in die Öffentlichkeit mit eben unverpixelten Bildern. Und an welchem Punkt, Frau Meyer, war diese Entscheidung klar, dass man diesen Weg gehen würde? Also wir versuchen ja grundsätzlich erstmal andere Wege, um den Täter zu identifizieren. Wir werten erstmal das Bildmaterial aus, wir werten Metadaten aus. Wir fanden erstmal Polizei intern. Und wenn das halt alles nicht dazu führt, dass wir den Täter identifizieren können, dann ist wirklich die Ultima Ratio die Öffentlichkeitsfahndung. Ultima Ratio auch deswegen, weil diese Bilder natürlich nie mehr zurückzuholen sind. Genau, das heißt, auch wenn mit Opferbildern gefahndet wird, ist klar, dass die ein Leben lang im Netz irgendwo auffindbar sein werden. Sie persönlich haben verantwortlich diese Ermittlungen auch mitgeleitet, und das 3 Monate lang. Sie sagen schon, da spürt man schon mal am Ende eine Genugtuung. Gab es für Sie auch Kontakt mit dem Täter nach der Festnahme?
Ja, gab es auch. Wir sind zur Unterstützung dann auch nach Viersen gefahren, weil zu dem Zeitpunkt, wo er dann festgenommen wurde, waren ja wir quasi diejenigen, die am meisten ja, Einsicht in die Bilder hatten und eventuell dann halt auch in der Vernehmung die konkreteren Fragen stellen konnten. Deswegen sind wir da hingefahren, um die örtlich zuständigen Beamten zu unterstützen. Und da bin ich natürlich auch auf ihn getroffen. Und für mich war es einfach sehr spannend, ihn persönlich zu treffen, ihn mal live zu sehen, nachdem ich mich monatelang mit seinen ja, Gedanken beschäftigt habe. Und ich wollte wissen, was ist das für ein Mensch? Haben Sie eine Antwort gefunden in der Begegnung? Also ist Ihnen die Psyche dieses Täters ja, irgendwie näher gekommen, im Sinne, dass Sie den Täter verstehen? Nicht richtig, nein. Ich denke, dazu war auch zu wenig Zeit, aber nicht richtig, nein. 35.000 Hinweise auf Kinderpornospuren nach Deutschland gab es im vergangenen Jahr. Das ist ein trauriger, grausamer Rekord, aber auch ein Anstieg, der natürlich technische Ursachen hat, weil einfach inzwischen aus den USA sehr viel technisch gescannt und gemeldet wird. Google, Facebook, Yahoo, die scannen automatisch Nutzerdaten. Das ist ein Verfahren, über das wir uns hier ja in anderem Zusammenhang immer gerne beschweren. Da hilft es unglaublich weiter. Wo stehen Sie in der Debatte? Halten Sie es für richtig, so definitiv, mit Daten, also, mit Nutzerdaten umzugehen? Definitiv. Also diese großen Internet-Service-Provider sind diejenigen, die diese Daten im Besitz haben, die sehen, was passiert. Und sie sind auch verantwortlich für das, was über ihre Dienste passiert. Und im Rahmen der Selbstverpflichtung haben sie sich halt auferlegt, den Kampf gegen die Verbreitung von Missbrauchsabbildungen aufzunehmen und haben sich dazu entschieden, diese Datenbestände, die sie haben, permanent technisch basiert zu scannen und den Strafverfolgungsbehörden halt Verdachtsmeldungen zukommen zu lassen, damit dort ermittelt werden kann. Deswegen und auf diesem Wege kommen ja sozusagen die Taten der deutschen Täter auch wie ein Bumerang zurück, weil eben 97% solcher Kinderpornodaten, so habe ich es zumindest gelesen, also amerikanische Uploads aus Deutschland und Europa stammen. Das heißt, sie haben dann wieder die Gelegenheit, durch US-amerikanisches Recht dann auch auf deutsche Täter zuzugehen. Bei uns gibt es keine Vorratsdatenspeicherung, ne? Wie in den USA. Das heißt, wenn Sie hierzulande mit technischer Hilfe nach Tätern fahnden wollen, ist es nicht ganz so leicht. Ja, also wir müssen unterscheiden. Also der Upload findet aus Deutschland statt. Er wird durch die amerikanischen Provider detektiert. Die Provider schicken uns die Daten dann wieder rüber. Verbunden mit der sogenannten IP-Adresse, weil das ist der einzige technischer Ermittlungsansatz. Quasi die Adresse des Computers, genau. Von dem, genau. Aus kriminelle Handlungen. Von dem aus der Upload stattgefunden hat. Ja. Also es ist eine Adresse, die generiert wird vom System und auf deren Basis wir den Anschluss feststellen könnten, von wo aus der Upload stattgefunden hat. Aber weil wir in Deutschland hier zwar gesetzlich eine Mindestspeicherfrist haben, die aber nicht umgesetzt wird seit letztem Sommer, haben wir in großen Teilen Defizite in den Ermittlungen. Unsere Präsidentin hat das auch entsprechend kommuniziert. 8.400 Fälle konnten wir letztes Jahr nicht aufklären, weil die IP-Adresse der letzte erfolgreiche oder erfolgversprechende Ermittlungsansatz gewesen wäre. Ich lese daraus, Sie würden sich hierzulande einen anderen rechtlichen Umgang wünschen. Wir haben das Gesetz, es wird nur nicht umgesetzt. Ja. Also ganz, ganz spannende, wertvolle Arbeit, die Sie da machen. Werden wir an anderer Stelle sicherlich auch noch mal weiterverfolgen, welche Wege da noch offen stehen. Ich weiß, Sie fahren in Ausnahmefällen zum Beispiel auch mit Opferfotos an Schulen. Also da werden viele Wege beschritten, weil die Täter auch immer geschickter und leider immer geschickter werden in der Vertuschung ihrer Spuren. Opfer von Missbrauch finden übrigens bei uns im Netz auf sterntv.de eine Liste mit Anlaufstellen, an die Sie sich wenden können. Und wir haben dort auch für all diejenigen, die einen Verdacht mit sich tragen, dass sexueller Missbrauch in ihrem Umfeld passieren könnte, eine ganz hilfreiche Liste mit Hinweisen, was sie in solchen Fällen tun können. Ich bin sehr froh, dass es Beamte wie Sie gibt, die so eine Arbeit auf sich nehmen, die auch psychisch nicht leicht zu verarbeiten ist. Danke Ihnen sehr für diese Arbeit und danke Ihnen vor allem auch, dass wir mal die Gelegenheit hatten, so nah wie nie zuvor auch die Arbeit zu begleiten. Viel Erfolg für die weitere Arbeit. Danke ans ganze Team.